Gespielt wird hier in diesem Finale auf 13 gewonnene Spiele. Wobei allerdings zu beachten ist, dass Bustamante, der aus der Verliererrunde kommt und somit bereits einmal verloren hat, eben gegen Waldemar Markert, wie zuvor erwähnt, dass dieser Bustamante zweimal gewinnen muss, wohingegen Martinez bereits ein Sieg genügt, um das Turnier zu gewinnen, um den Siegerscheck von 10.000 Mark einzusacken. Beide Spieler stoßen von der linken Seite des Tisches an, von uns aus gesehen der oberen Seite, stellen die weiße Kugel ganz nahe der Bande auf. Und es hat sich erwiesen, dass dieser Punkt optimal ist für einen Break an diesem Tisch. Ein unglaublich rhythmischer Spieler, dieser Mexikaner. Er musste hier so fest spielen, um die Weiße hinüber zu drücken zur nächsten Kugel der 6. Da stand er fast gerade auf das Loch. Jetzt natürlich leichtes Spiel für Bustamante. Zuschauer sehr interessiert an diesen drei Tagen des Turniers. Ein fachkundiges Publikum wohnte hier den Begegnungen bei. Es waren wohl an die 200-300 Leute jeden Tag. 1:0 für Bustamante. Keine Regung im Gesicht des Mexikaners. Warum auch, sagt man sich, beim Spielstand von 1:0. Allerdings, diese Spieler können durchaus des öfteren Mal 5, 6, 7 Partien an der Schnur machen, ohne dass der Gegner auch nur einen Hauch einer Chance erhält. Deswegen ist es mit Sicherheit nicht angenehm, wenn man selbst draußen sitzt und Bustamante am Tisch steht und die Partien herunterspielt. Insbesondere dann, wenn er einmal seinen Breakpunkt gefunden hat, wenn man sieht, dass er im Stoß ist, dieser Bustamante, dann ist er kaum mehr zu bremsen. Und was für die Zuschauer eine Augenweide ist, nämlich dass Bustamante fehlerlos diese einfachen Partien ausschießt. Das ist eine Qual für den Gegner, der draußen sitzt und wartet. Denn nach dem Break weiß er natürlich bereits, dass er hier nicht mehr ans Brett kommen wird. Und es ist ganz schwer in diesem Fall für Martinez, seine Konzentration zu behalten. Geduldig zu warten auf seine Chance, um sie dann ganz konzentriert wahrnehmen zu können. 2:0 für Bustamante. Hier der Turnierdirektor rechts in der ersten Reihe zu sehen, Kai Lippmann, der hier
alles wunderbar organisiert hat. Natürlich bleibt Bustamante jetzt am Tisch. Immer der Spieler darf den nächsten Break ausführen, der auch das vorherige Spiel gewonnen hat. Das wurde ja auch schon einmal probeweise geändert, hat aber nicht den Gefallen der Spieler gefunden. Und auf den meisten Turnieren macht man es noch so wie gehabt. Die Regel nennt sich 9-Ball Texas Express. Und dabei darf eben der Spieler auch wieder anstoßen, der gerade die 9 versenkt hat. Schwerer Ball für Bustamante. Geht da die 1 noch ins Eckloch? Ganz knapp vorbei an dieser 8. Kann es nicht beurteilen aus dieser Perspektive. Wollte er da Kombination spielen? Auch das ist schwer zu ergründen. Und Martinez war erst einmal am Brett seitdem. 2-0 aber für Bustamante. Man stelle sich vor, Martinez hat gut und gern 2,5 Stunden auf dieses Finale warten müssen. Ist sozusagen kalt geworden und schießt dann solche Einstiegsbälle, wie gerade die 1. Er spielt die meisten Bälle mit etwas Übertempo, sozusagen etwas schneller als erforderlich. Oder als man es erwarten würde. Heißt allerdings nicht, dass er schlechte Stellungen spielt. Gut zu sehen an diesem Ball, die 8 hätte wohl auch ins Eckloch gespielt werden können. Er zieht sie aber an der 8 vorbei, die weiße Kugel, um die schwarze dann ins Mittelloch zu schicken. Lässt er auch ganz feinfühlige Saves heraus. Wir werden das noch beobachten können. Schwere Situation für Martinez. Er kann hier nichts Vernünftiges anfangen mit seinem Einstiegsball, der 1, muss wohl Sicherheit spielen. Die 1 dünn an die kurze Bande legen, die weiße hinauf und es somit dem Gegner sehr schwer machen, ihn unter Druck setzen. Denn Bustamante muss sich etwas einfallen lassen. Er muss jetzt die 1 optimal treffen, um nicht dem Gegner ein offenes Brett zu hinterlassen. Das ist viel schwerer, als einen normalen Ball zu versenken. Und wunderbar ausgeführt. Ganz gerade einmal über den Tisch geschickt, die gelbe 1. Und genau dort, in der Mitte der kurzen Bande, bleibt sie liegen, die weiße oben. Und Martinez muss jetzt seinerseits fast denselben Ball spielen. Sehen Sie, was dieser macht. Da versenkt er fast die 1. Ganz aggressiv, der Mexikaner. Da gibt es keine Kompromisse bei ihm. Bustamante setzt etwas schräg an den Kö, das heißt, er sieht die 1 nicht mehr. Er muss hier Bogenstoß spielen. Das gelingt ihm etwas zu dünn getroffen. Die
1, somit bleibt die weiße Kugel schnell, läuft zu weit von der kurzen Bande weg. Und jetzt eine schwere 2, die wird er wohl nicht mehr angehen. Spielt hier Sicherheit. Und unglaublich präzise das Sicherheitsspiel des Philippinen. Läuft ihm da die weiße Kugel etwas zu wenig oder etwas zu schnell, dann ist der Ball natürlich sehr, sehr leicht für den Mexikaner. Und dieser schaut sich die 2 sehr lange an. 2 Banden Vorband, seitlich getroffen. Und das ist eine Güte von Safe-Spiel, von Safe und Resafe, die man bei den europäischen Spielern noch nicht sieht. Noch nicht in dieser Häufigkeit. Diese Stellungen, die sind gewollt, ganz dünn die 2 getroffen, die weiße wieder in sichere Position. Und dann erst nach 2-3 Mal Safe und Resafe kommt es zu einer solchen Chance wie hier für einen der Spieler. Auch hier wieder sehr fest gespielt. Diese 3 mit Stellung 5. Viele hätten da vielleicht einen Stoppball gespielt und akzeptiert, dass die 5 schwer wird. Ganz flüssig das Spiel von Martinez, ganz rhythmisch. Jetzt hat Martinez erst einen Ball verschossen im ersten Spiel. Seitdem fehlerlos. 2-2. Wieder die weiße Kugel links. Hand auf die Bande. Und er zieht unglaublich weit durch den Kö. Noch nicht vielleicht in dieser Szene zu sehen, aber später werden wir es beobachten können. Da zieht er den Kö bis ganz nach oben durch beim Break. Merken Sie sich, wo die gelbe 1 liegt. Unten links im Kopffeld. Wir wollen das dann einmal vergleichen mit anderen Anstößen des Mexikaners. Es ist eine ganz eigene Art zu spielen, die der Mexikaner hat. Einen sehr langen Schnabel. Bedingt durch seine geringe Körpergröße greift er den Kö mit der hinteren Hand sehr weit vorne. Und auch hier interessant, er mag einfach die Mittellöcher. Viele hätten da wohl die 6 ins Eckloch geschickt, um dann hinunterzukommen zu 7. Für die weiße Kugel der sicherere Weg. Er aber entschied sich anders. Auch hier wieder, er stellt immer auf die Mittellöcher ein. Auch da hätte man mit Sicherheit den Weg ins Eckloch wählen können für die schwarze 8. Auf die 9 mit sehr viel Tempo gespielt. Unglaubliche Kontrolle in der weißen Kugel. Das gehört natürlich dazu.
3:2 für Martinez. Und im Moment muss Bustamante warten. Da wird sein Break schon etwas fester. Diesmal die 1 gefallen. Und diese Szenen, meine Damen und Herren, sind nicht geschnitten. Der Mann spielt wirklich so schnell. Da kommen kaum die Kameraleute nach. Auch die Zeit, die vergeht vom Anstoß bis zum ersten Stoß, den er ausführt, in der Zeit, in der die Spieler das Brett betrachten, ist sehr, sehr kurz bei ihm. Die meisten Spiele dauern um die 2 Minuten. Und er spielt einfach immer mit Übertempo. Da glaubt man erkannt zu haben als Zuschauer, dass er gerne die Mittellöcher anspielt. Dann stellt er hier die 8 aufs Eckloch ein, muss aber dafür arbeiten. Also 4:2, die Führung für den Mexikaner. Gespielt wird auf 13. Und sehen Sie, wo der Kö nach dem Stoß ist, über seinem Kopf. Und auch jetzt, er lässt sich keine Zeit, um das Brett zu lesen, stößt sofort ab. Und dann diese Stellung auf die 3. Jetzt etwas schwierig, hinüber zur 4. Nachlauf mit Linksefe. Da hat er an der 5 vorbeikommen müssen, der orangenen Kugel. Wiederstellung Mittelloch und er muss jetzt einen weiten Weg gehen, um hinunter zur 6 zu gelangen. Ein Nachlauf über 3 Banden. Auch Martinez lässt sich öfters länger Zeit bei der Betrachtung einzelner Stellungen im Vorfeld des Stoßes, der Stoßrhythmus selber dann. Immer gleich. 25 Jahre spielt der Mexikaner bereits Billard seit seinem 6. Lebensjahr. 5:2. 3 Spieler am Stück bis jetzt. Er kam an den Tisch beim 2:1 für Bustamante. 5:2. Der Spielstand im Moment. Noch keine Sorgenfalten im Gesicht des Philippinen, denn er weiß natürlich, Bustamante, dass auch er es mit seinen Gegnern nicht anders macht. Und wieder der Anstoß. Diesmal auf die Bälle. Aber Martinez zieht den Kö immer wieder ganz durch bis nach oben, über den Kopf. Dort endet erst sein Stoß. Und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit analysiert er hier die Stellung. Das kann man nahezu nur aus dem Bauch heraus. Mit ganz viel Erfahrung weiß er genau, was in dieser Situation zu spielen ist, was das Beste ist. Und kann es dann auch nach 2-3 Mal einschwingen sofort perfekt ausführen.
Ganz schwer für Bustamante hier. Was soll er denn machen mit diesem Ball? Da wollte er natürlich viel dünner die Eins anspielen. Hat jetzt noch etwas Glück, wie ich glaube, denn die Eins ist nicht vorbei zu spielen an der Sechs. Man kann es in dieser Perspektive erahnen. Man kann es auch daraus ablesen, wie lange hier Martinez nachdenkt. Spielt er da eine Kombination? Ein unglaublich schwerer Winkel für diese Kombination. Er muss hier alles beachten. Den Treffpunkt 1 auf 6 und danach, wo die Weiße hinläuft und auch, wo die 1 sich hinbewegt. Und sehen Sie, wie perfekt es liegen geblieben ist. Das einzig Ungünstige, dass der Winkel spielt er die 1 ins Eckloch, wegweist von der 2. Er muss hier Nachlauf spielen. War nicht leicht, diese Stellung, aber wieder mit sehr viel Tempo. Denn er weiß, wenn er hier hängen bleibt an der 2, dann legt er sie ein Stück vor. Und das ist besser, als zu dicht an der Kugel zu liegen. Bustamante, der schon sehr viele Turniere in Amerika gespielt hat, natürlich nicht so viele wie Martinez, aber genug, um zu wissen, wie gut die Profis drüben sind, weiß natürlich, dass er hier noch lange nicht aufgeben muss, auch wenn Martinez inzwischen sein viertes Spiel vom Anstoß an ausschießt und das in Folge. Und der Stoß wieder bis über Kopfniveau. Eine unglaubliche Güte im Moment, die Anstöße des Mexikaners. Er hat immer Stellung auf den ersten Ball. In diesem Fall sind zwei Bälle gefallen. Mit ihm die Weiße wohl etwas schnell. Und da stellt er sich die 4 auf das verkehrte Loch ein. Sie liegt ja näher am unteren Eckloch, das wohl auch das Loch, das dieser Kugel am ehesten zugeordnet wäre. Er aber wählt das andere Eckloch. Da hatte er schlechten Winkel, um hinüberzukommen zur 7 und deswegen diesen festen Zugball, diesen Gewaltzugball nahezu über den ganzen Tisch. Und auch hier wieder charakteristisch für sein Spiel, lieber mit ihm die Zuschauer wohl etwas anders. Denn sie sind begeistert vom Spiel des Mexikaners. Die 1 wieder hinuntergelaufen ins Kopffeld. Eine der wenigen Situationen, wo Martinez nicht gleich den ersten Ball versenken kann. Und er macht Folgendes daraus, nämlich, wie gehabt, beide Bälle an den kurzen Banden, sogar noch Bälle dazwischen. Bustamante wird wohl kein Foul machen, aber er kann den Einserball nicht so präzise treffen, dass es unbedingt sicher liegen bleibt. Danach,
Sehr risikoreich, egal was er hier macht. Und das ist offene Partie für den Mexikaner. 1 und 2 ins Mittelloch, dann lockt schon die Kombination für Martinez. Aufgepasst, die 3 ist zu spielen, ganz dünn gestreift mit der weißen, abgeprallt auf die 9, diese versenkt, 8:2 für den Mexikaner, der hier Bustamante im Moment förmlich überrollt. Der Philippine kann sich nichts vorwerfen in diesem Match. Der einzige Fehler von Bustamante beim Spielstand von 2:0 für ihn, dort verschoss er einen ganz, ganz schweren Einstiegsball. Seitdem hat er keinen vernünftigen Ball spielen dürfen. Die 1 wieder im Kopfeld. Und interessanterweise liegt auch die 9, die letzte Kugel, nahezu immer vor derselben Tasche. Daraus kann man ablesen, wie präzise, wie gleichförmig der Anstoß von Martinez ist. Jetzt schwere Kombination, 4 auf 5. Ein leichter Zugball, um auf die 4, die hier aus der Bande herauskam, wieder Stellung zu haben. Das ist sensationelles Billard, meine Damen und Herren. Fehlerloser Vortrag von Rafael Martinez aus Mexiko. Und ich kann Ihnen garantieren, dieses Match ist aus der Sicht von Bustamante noch nicht aus, denn Bustamante weiß, er muss nur einmal eine vernünftige Chance bekommen. Dann kann er hier den Anschluss finden. Und dasselbe, was Martinez im Moment mit dem Philippinen macht, kann auch andersrum passieren. Schwerer Einstiegsball von der Bande weg, relativ flach ins Mittelloch gespielt. Und das Ganze noch nicht mal mit dem Berühren einer Bande, einer Kante des Mittellochs. Die Fee gespielt hier. Die Weiße durch die Gasse hindurch, hinter der 6. Nachlauf mit Gegeneffet, um auf der oberen Seite zu bleiben, von der 7. Und diesmal die 9 ins andere Eckloch. Aber immer
in die oberen Löcher, die 9, 10-2 inzwischen, 8 Spiele Vorsprung für den Mexikaner. Tja, was kann ich machen, wird er sich sagen. Kann nur warten. Wieder eine Kugel gefallen, die 1 wieder hinaufgelaufen. Weiße in der Tischmitte. Das ist 9 Ball Poolbillard aus dem Lehrbuch. Schwierigkeiten mit der Lochkamera. Aber er lässt sie sich nicht abmontieren. Er spielt weiter. Ganz knapp vorbei an dieser 2. Mit ganz langem Schnabel. Wie fast jeden Stoß. Stellung auf sein Lieblingsloch, nämlich die Mittellöcher. Der Schlüssel zum Erfolg im Moment von Martinez ist sein Break, den man berücksichtigt, man die letzten Ausführungen dieses Anstoßes nicht besser spielen kann. Interessanterweise, da ist Martinez noch einmal um den ganzen Tisch gegangen, um sich den optimalen Punkt anzusehen, um hier auf die 6 zu stellen. Wieder mit Übertempo gespielt, 3-Bandenstellung. Da gibt es viele Spieler, die hier einen anderen Weg wählen würden. Zu 2, noch 2 Spiele und somit vom zweiten großen Turniererfolg, seit er hier in Deutschland sich aufhält. Martinez hat ja gesagt, dass er hier Urlaub macht seit 4 Wochen. Seitdem hat er ein Turnier gewonnen mit 10.000 Mark, einmal ein 2. Platz und hier wieder auf dem Weg zum Sieg in diesem Turnier. Keine Kugel gefallen diesmal. Interessant. Eine Chance für Bustamante. Kann diese 1 nicht spielen. Sensationell gut seine Sicherheit. Nahezu Press an die Kugel. Daraus kann man ablesen, dass Bustamante noch nicht aufgegeben hat. Er will es hier noch wissen. Ganz dünn getroffen die 1. Und die 3 versenkt. Wer ist denn das zu fassen? Das war die einzige Chance, die Bustamante erhalten hat, seit seiner 2-0-Führung. 11 Spiele des Mexikaners ohne Fehler. Dann spielt Bustamante eine Sicherheit, Press an die Kugel. Den Rest haben Sie gesehen. Schwere 1, schwere 4 in diesem Spiel. Martinez trifft jeden Ball im Moment. Nicht leicht ist diese Stellung jetzt. Auch er schaut es sich noch einmal ganz genau an. Spielt er leicht, um die Weiße an die Bande rollen zu lassen, kann der Tisch etwas schief sein. Und schon läuft die weiße Kugel seitlich weg. Und spielt er fest, so wie gehabt, ist da die 9 im Weg. Das muss ganz präzise ausgeführt werden. Und auch hier wieder, auch diesen Ball hätte man leicht spielen können, ihn noch halten können, um 7 auf Mitte zu spielen. Er lässt ihn einmal pendeln über den ganzen Tisch, spielt dann die Weiße hinter der 8 durch, Stoppball und 12-2. Sensationell, was hier uns der Mexikaner bietet im Moment. Und das mit einem Gegner am Tisch, von einem Kaliber des Philippinen. Wie oft haben wir Bustamante schon gesehen bei uns im deutschen Sportfernsehen? Wie oft hat er seine Gegner ebenso deklassiert?
Wer von Ihnen, liebe Zuschauer, glaubt, dass Martinez jetzt noch einen Fehler macht, wieder gerade eins aufs Loch, alle Bälle offen. Kleine Schwierigkeit, er muss die Weiße da an der 9 vorbeibringen. Reine Temposache, perfekt gespielt. Diesmal ganz zart, aber wieder auf sein Lieblingsloch. Die 5. Noch 3 Bälle zum Sieg in diesem Finale, das mit einer solchen Deutlichkeit niemand erwartet hatte. Viele haben hier geglaubt, dass es zu einem zweiten Satz kommen würde. Aber ein 13:2. Eine Deklassierung von Francisco Bustamante, das hat niemand vermutet. Und da muss auch Bustamante zugestehen, der bessere Mann in diesem Finale war Rafael Martinez aus Mexiko, 13:2. Sehen Sie sich diese Matchstatistik an. 8 Spiele ausgeschossen vom Break. Einen verschossenen Ball jeder der Spieler. 12 Breaks von 13 ist ihm eine Kugel gefallen. Und auch die Resaves deutlich überlegen. Rafael Martinez, der Mann im Moment in Deutschland und bei diesem Turnier. Stehende Ovationen von den Zuschauern und ein strahlender Martinez. Mit diesen Bildern möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Sahanek.